Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Satisfactory zusammen mit The Snake. Moin Moin. So, einmal rein in den Truck und los geht die Fahrt. Wir müssen Treibstoff einmal holen für uns. Und dann gehen wir mal auf Schneckentour. Perfekt. Hängen wir auch mal mit dem Truck fest, ne? Alles so eng gebaut. Ich würde gerne mal was wissen. Kann ich mit dem Truck durch vergifteten Biom fahren, ohne Schaden dabei zu erleiden? Testen. Okay, erstmal da hochkommen ist ja auch eine Sache. Hier. Naja. Dieses Biom kann ich jetzt nicht einmal checken, aber wir fahren einmal zur Treibstoff. Produktion. Wie komme ich jetzt hier durch, ne? Hab alles dicht gebaut hier. Ach Mann, warum habe ich alles so eng und dicht gebaut? Mann. Ich habe mir schon gedacht, der Tag, wo ich mit dem Truck hier lang fahren werde, das werde ich bereuen. Sagst Ja. Hier du? ist einfach alles zu dicht gebaut. Die ganze Produktion, da müssen wir alles umbauen. Das hier alles. Wir müssen unbedingt an mal gucken, dass wir mit dem Treibstoff was machen können, weil die Treibstofflager sind bald voll. Auf der einen Stelle. Entweder wir verpacken den Treibstoff da. Oder wie auch immer. Ja, wäre ja gar nicht so unverkehrt. So, ich habe da eine Höhle gesehen, da will ich mal hin. Bevor ich hier weiterfahre. Die ist ganz nah bei uns. Wollen wir doch mal reingucken. Ach, guck mal, da ist eine Schnecke drin. Und Krabbeltiere. Habe ich mir doch gedacht, dass hier Krabbeltierchen dann drin sind. Wenn hier schon Schnecken. Okay. So muss ich doch irgendwas haben als Baublock. So, und jetzt machen wir mal eins. Wir setzen das hier auf die 7. Dann können wir nämlich hier mal die Platten bauen. Ohne Probleme. Schnecke Nummer 1. Das war's hier schon in der Höhle. Nur eine Schnecke und zwei Krabbeltierchen. Und die ganze Höhle, die ist mir jetzt erst aufgefallen, obwohl wir da genau daneben wohnen. Aber hier ist auch kein Erz drin oder nichts. Da ist einfach nur die eine Schnecke drin gewesen. Ist doch gut. Ja. Naja, holen wir unseren Schlepper und dann geht die Fahrt weiter. Wir sind auf Schneckentour. Irgendwie gefällt mir das, ne? Moin. Ach ja. Mir gefällt das mit dem Jetpack. Ja. Du bist auch auf Schneckentour. Oh. Ja, wir sollten uns dabei ein bisschen aufteilen, dann finden wir die auch schneller.
würde ich sagen. Er kann aber auch fliegen. Sein 77 km/h. So, einmal jetzt darüber. Hier ist alles zum Stehen gekommen. Okay. Fünf wegen den hier. Mit Chance. Ja, Kunststoff. Und so viel Kunststoff hier drinne. Ich habe die Produktion nicht effektiv genug gebaut. Ja. Ja, der Kunststoff könnte ja eigentlich auch zu uns hierher. Wäre ja auch was dann. Naja. Ich hatte den Kunststoff ja eigentlich nur dahingestellt, damit er die Dings baut. Diese Kanister. Ja. Und aus den Überresten halt Treibstoff dann gleich gewinnt. Aber wir machen halt mehr Kunststoff als Treibstoff. Also. Ja. Ist das schon mal nicht so toll, diese Lösung, was ich da gebaut habe. Nee. Aber. Definitiv nicht. Ich habe ja noch eine Idee. Also wir haben ja bei uns, haben wir ja auch noch sowas. Sind da Bienen. Die kommen jetzt alle, ne? Oh, mit Sicherheit. Eine. Warum? Was ist das? Schwefel. Hab ich auch gerade schon mitgenommen. Einmal. Ja, ist aber nur eine Dings gewesen. Eine. Eine von den Schwefelpunkten. Naja. Ihn lasse ich da einfach so stehen. Oh, passen wir durch, passen wir durch. Ja. Wieder runter von der Insel. Und dann fahren wir rechts rum. Dann gucken wir mal nach, ob wir da auch noch mal ein bisschen was finden. Wir brauchen Schnecken. Wir wollen halt ein bisschen die Produktion ankurbeln. Und dafür brauchen wir ja die Schnecken. Ist halt ein Nachteil, dass wir halt damit auch mehr Strom brauchen. Aber Strom sollte erstmal nicht so das Problem sein. Nicht nachdem wir letztens ja das mit den Kohlekraftwerken gemacht haben. Ja. Hier sind auch Bienen draußen gewesen, also bist du hier schon mal lang gefahren, ne? Kann möglich sein, ja. Oh, da hinten ist noch ein Wrack. Mal gucken, was der da so braucht. Aber erstmal müssen wir uns um die Action da kümmern. Das da mal eben raus und wir. So, hätte ich gar nicht rausnehmen müssen. Oder? Nee. Hätte ich nicht rausnehmen müssen. Er spuckt mit Feuer. Ich schieße. Richtiger Kampf war das hier. Das ist doch nett. Okay, ich bin die ganze Zeit geflogen. Das war kein Kampf.
Wo sind die Bienen? Da. Komm her, letzte Biene. Auch das haben wir erledigt. Abwurfkapsel. Wurde schon entleert. Da war jemand schon mal. Waren wir das? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Oder hattest du das gerade da rausgenommen? Sache, bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich das gewesen bin. Naja, auf jeden Fall habe ich das Tier da eben getötet. Weil ich dachte, da wäre noch was. Hab die Bienen getötet. Weil ich dachte, da wäre noch was. So, wir fahren noch einen kleinen Ding mal weiter und dann scannen wir mal nach Schnecken. Sollten wir definitiv eigentlich mal wieder Schnecken finden. Eventuell. Willkommen im Wald. Da hinten ist hier schon eine. Da können wir doch locker im Hof fliegen. Einmal hochfliegen. Eine grüne. Ah, ne, blau. Eine grüne, aber sie leuchtet türkis. Falsche Taste, ich will da rein und zwar den Scanner mal aktivieren. Und wie war das noch? Die Suche. So war es. Konnte man nach auf Schnecken stellen? Also falsch. Da, Elektroschnecken. Ich hatte aus Versehen die Erdsuche gerade gedrückt und dachte mir so, hä? Wie kann ich jetzt auf Schnecken stellen? Kann man mal sehen, dass wir halt eine Pause dazwischen hatten. Da hinten liegt die Schnecke. Da fahren wir eben mit dem Truck hin. Ist. Wow. Ist das schon mal mit einem Truck, nur mit einem Reifen irgendwo hängen geblieben kurzzeitig? Nee. Da fliegst du erstmal. Ja, guck, da haben wir doch auch gleich schon wieder Gegner. Ich dachte, der bleibt da hinten stehen. Okay, dann back halt unterm Wagen. Dann nehme ich dich mit. Nimm ich dich so halt mit, ne? Zweite Elektroschnecke. Was wir jetzt on Tour gefunden haben. In der Richtung gibt es noch eine weitere. Die holen wir uns gleich. Wir nehmen Schwefel mit. So. Weiter geht's. Ich wollte nicht in den Treibstoffreservoir. Ich möchte fahren. Lass mich raten, wir kommen hier so nicht durch, wie ich es mir denke. Hab ich es mir doch gedacht. So, inventarmäßig sollte Platz sein. Musste den abbauen. Hello, this is Patrol Figure.
Wir haben auch hier wieder ein Versprechenes. Und erstmal uns wieder gesund. Da hinten liegt auch noch ein Wrack drin. Da können wir gleich mal gucken, was wir da brauchen. Und ich bin mal gespannt, was wir halt für die Sphären brauchen. Ja. Diese kleinen Spinnen, ne? Sind verdammt schnell. So, in dieser Richtung soll sie sein. Wir kommen näher. Wir haben uns anscheinend entfernt. Okay, man kann halt nicht so weit hochfliegen. Nee, nee. So, wo war die Schnecke? In dieser Richtung. Wer hätte es gedacht? Wir haben sie gefunden. Und Schnecke weg. Und wir gehen wieder runter. Perfekt. Wieder eine Schnecke mehr vor uns. Na, gerade in der Richtung. Und vielleicht sollten wir unser Fahrzeug gleich mal wieder hinstellen. Da hinten sind Viecher. Hoffen wir mal, dass sie da bleiben und uns jetzt nicht nerven. Bisschen Essen mitnehmen. Oh, wo ist die? Wo könnte die Schnecke sein? Da oben drauf? Oder hier drin. Natürlich hier drin. So. In dieser Richtung ist noch eine Schnecke. Ich hoffe, ich finde gleich das Wrack nochmal wieder. Was im Wasser lag. Hier haben wir nochmal Rohquarz, nehmen wir auch mit. Okay, das muss irgendwo da oben drauf sein. Die nächste Schnecke. Greifen wir uns natürlich jetzt an. Na, wo ist Nummer 2? Willst du mich auch noch angreifen? Komm her. Nicht mit mir. So. Schnecke. In der Richtung. Die muss ja eigentlich da oben drauf sein, aber so hoch kann ich jetzt nicht fliegen. Müsste halt immer so Zwischenebenen bauen. Oder wir laufen einfach mal hoch. Können wir natürlich auch.
Und ich würde sagen, wir laufen mal hoch. So. Kommen wir näher? Ja, wir kommen näher. Und das ist eine gelbe. Nice. Mal eben was zu essen. Haben wir hier wieder Gegner. Die Jetpacks, ne? Das ist einfach nur Gold wert, ne? Ja. Das ist einfach nur Gold wert, weil du so auch halt die Gegner ausweichen kannst. Definitiv, ja. Jetzt habe ich Blätter mitgenommen. Das wollte ich nicht. Wo war jetzt die Schnecke? Ich hatte die gerade gesehen. Ja, wo ist die Schnecke? Weggelaufen. Da ist die gelbe. Ja, und so sammeln wir nach und nach halt die Schnecken zusammen, ne? Mal gucken, ob halt jetzt hier nochmal irgendwo ein Ausschlag kommt. Da. Nächste Schnecke ist da hinten. So, jetzt haben wir hier Bienen als Gegner. Nebenbei hier die Viecher, die was in uns rammen wollen. Hat diese Bienen, ne? Sind schön nervig. Wenn du die nicht siehst, kurzzeitig, dann hängen die dir sonst wo. Ja. Wieder einmal mehr. Gelb brachte doppelt. Bin mir aber nicht sicher. Das kann möglich sein, ja. Das weiß ich nicht. Das vergesse ich immer wieder. Ja, nicht nur du. Da bist du nicht allein. Wieder eine gelbe, blaue. Ramblen werde ich jetzt auch langsam. So, fangen wir uns mit einem Fallschirm eigentlich ab. Eigentlich. Dann gehen wir mal jetzt zu dem Wasser. Ich hoffe, dass es da auch ist, wo ich jetzt gerade hinlaufe. Sieht auf jeden Fall verdächtig danach aus. Natürlich, Schnecken sind out of range. So war es da. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Muss ich nicht. Kannst hier auch keine Markierung machen. Nee, leider nicht. Hier haben wir Kohle. So, laufen wir mal. Da ist doch das, ist doch Wasser. Ich glaube, hier war es. Dir nicht sagen. Hier ist Wasser, hier muss es gewesen sein. Oder auch nicht.
Hätte gleich mal hingehen sollen, ne? Ja. Ich meine, wir waren doch da hinten, oder? Ach, da oben liegt noch eine Schnecke, da gehen wir jetzt hin. Dann haben wir auch eine bessere Übersicht, ob es hier war oder ob es woanders ist. Zur Not muss ich nochmal in der Folge mal irgendwann nachgucken, wo das war. Ja. Wenn ich es jetzt nicht finde. Scheint aber hier nicht gewesen zu sein. Aber was wir hier oben haben, sind wieder Gegner. Hast du ja wieder ein Glück. Diese rammenden Gegner, ne? Die können dich halt nicht erreichen, wenn du in der Luft bist. Ich weiß. Gut, ne? Ja. Also, Jetpack, mega wichtig. Und ich. Ja. Okay, das war nicht hier. So, irgendwo hier in der Richtung kommt die nächste Schnecke. Hier sind komische Viecher, die fliegen können. Okay. Größere. In der Richtung die Schnecke. Dann müssten wir ja eigentlich gleich die auch schon sehen, oder? Kann ich dir nicht sagen. Okay. Doch nicht. Hier ist Eisen. Ich suche ja nicht nach Eisen. Wenn ich nach Eisen suchen würde, ich hätte jetzt hier drei Adern wieder gefunden, die nebeneinander hängen. Ist da hinten ja auch eine? Das blaue da am Horizont. Da wo mein Kreis so hin zeigt gerade. Weiß ich nicht. Ja, das ist eine. Das Gute ist, ich muss mein Fahrzeug ja erstmal gleich wieder hinstellen. Das heißt, ich kann jetzt überall ganz entspannt eben hinlaufen. Ohne das Fahrzeug nachher suchen zu müssen. Was ich nur suchen muss, ist den Weg nach Hause. Das Gebiet hier, das gefällt mir auch. Das ist doch gut. Da hätte man auch bauen können. So, in dieser Richtung. Noch eine Schnecke sein. Dann ist das Signal wieder weg. Okay. Jetzt meldet er mir wieder Schnecke, jetzt meldet er mir wieder keine. Irgendwas scheint da gerade nicht so ganz richtig zu laufen. Oder man nimmt einfach mal die, was hier oben ist, ne? Da oben ist nochmal eine gelbe. In einem giftigen Biom. Da sind sie doch immer am besten. Ja.
Wieso grabt er da jetzt? Da. Baumodus mal eben wechseln mit R. Wenn eine komplette Rampe haben. Jetpack einmal wechseln durch Gasmaske. Dann holen wir sie uns. Das ist Nice, perfekt, nice. wenn man halt dafür ausgestattet ist, ne? Ja. So, das hier alles abbauen, fertig. Ja gut, dann würde ich sagen, das soll es für diese Folge gewesen sein. Wir laufen in der nächsten Folge hier nochmal ein bisschen rum in diesem grünen Biom. Sieht eigentlich sehr sympathisch aus hier. Es ist noch alles zu grün. Da fehlt irgendwie eine Industrie noch drauf. Ich meine, ich hatte das, glaube ich, mal bei irgendjemandem gesehen. Das kann Dies sein, ja. dieses Biom, wo wir jetzt gerade sind. Und zwar ist hier so ein Tor. Ich glaube, bei Gronkh und Funk war das. Bin mir aber nicht sicher. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag. Bis demnächst. Tschüss.